Ja. Ja, wir haben gerade unseren Antrag eingebracht zur Färberstraße. Hier gibt es ja neu die Bilker Höfe, ein Wohngebiet. Und wir waren neulich bei der Einweihungsfeier dabei und haben mitgekriegt, dass ein denkmalgeschütztes Haus, Färberstraße 136, eben noch nicht verplant ist. Und wir hatten dann die Idee, dort alten Wohnungen oder eine alten Pflegewohngemeinschaft zu implementieren, zumindest mit dem Invest, dass die Verwaltung mit dem Investoren und Bauherren spricht und vielleicht auch klärt, was es noch für andere Möglichkeiten, Ärztehaus oder Ähnliches gibt. Hier sollten verschiedene Akteure eingebunden werden. Der Antrag ist lächerlich gemacht worden, aufs Höchste. Es ist sich nicht ernsthaft damit befasst worden. Es ist dagegen argumentiert worden, was es bereits alles in Düsseldorf gibt, in Bilk. Allerdings alles nicht fußnah, sodass man eigentlich vollkommen ignoriert hat, dass alte Menschen natürlich ganz in der Nähe sein wollen und nicht jetzt irgendwo ganz woanders in dem riesigen Bilk. Ja, wir müssen das jetzt erstmal hinnehmen. Ich finde es nur absolut verrückt, dass in einer Stadt, wo es so wenig barrierefreien Wohnungsbau und alten Wohnungen gibt, dass man da einfach diesen Antrag ablehnt.